Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Windows. Wir haben jetzt das Dateisystem kennengelernt, wir haben kennengelernt OneDrive und so weiter. Heute wollen wir noch eine Sache uns ansehen, die heißt Dateiattribute. Also eine Datei hat nicht nur einen Namen, eine Position in der Dateistruktur und einen Inhalt, sondern hat auch sogenannte Dateiattribute. Diese beschreiben die Datei etwas näher. Okay? In Windows sind es gar nicht so viele Attribute. Ich möchte nur die wichtigsten aufnehmen. Also es wird keine taxative Liste. Aber ein paar Sachen sind schon wichtig. Was schon immer gegeben hat, auch in DOS-Zeiten vor Windows, Disk Operating System, vor Windows, das Betriebssystem von Microsoft vor Windows, sind die Dateiattribute versteckt zum Beispiel. Ja. H. Dateiattribut H heißt es. Das kommt von hidden. Auf Deutsch heißt es versteckt. Was macht es? Diese Datei mit diesem Dateiattribut wird im Windows Explorer nicht angezeigt. Ich kann sie verstecken. Ja? Also die wird im Windows Explorer nicht angezeigt. Du musst ja wissen, dass die da ist. Ja? Kann man umstellen. Wenn wir sie im nächsten Video ansehen, wie das funktioniert im Windows Explorer. Also das hidden, versteckt. Okay, versteckte Dateien gibt's, die sind zwar da, aber man sucht's nicht. Gut. Dann gibt es noch etwas Ärgeres wie hidden Dateien. Das sind die S-Dateien. Das S kommt von System. Diese Dateien sind wichtig für das Windows-Betriebssystem. Die sind wichtig für das Betriebssystem. Und werden im Explorer nicht angezeigt. Also die sehe ich auch nicht. Okay? Die sehe ich auch nicht, diese Dateien. Die sagen wir sogar, die sind so wichtig. Selbst wenn ich mir die versteckten Dateien anzeigen lasse, sehe ich die Systemdateien wieder nicht. Also die sind einfach für den Betrieb des Betriebssystems so wichtig, da soll man als Benutzer nicht herumfuschen. Natürlich kann man auch den Windows Explorer so erstellen, dass er die Systemdateien herzeigt. Dann wird's aber okay, dann sehen wir alles. Ja? Und dann sehen wir auch Dateien, die wir eigentlich nicht angreifen sollten. Nicht angreifen sollten. Es gibt nämlich auch Alt-R. Das heißt Read-Only. Schreibgeschützt. Also ich kann Dateien als schreibgeschützt kennzeichnen mit Hilfe der Dateiattribute. Und das heißt, es werden vom Dateisystem keine Schreibrechte an Applikationen Anwendungen sind das, ja, verliehen. Auch hier gibt es natürlich Ausnahmen.
wenn die Applikation sagt, bitte, bitte, und ich bin eh der Richtige und so weiter, und sagen wir, okay. Ja. Aber standardmäßig so mal schnell über drüber schreiben, ja, drüber kopieren, ja, löschen. Nein, nicht, also man wird zumindest gefragt, ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Read only. Dann gibt es auch, was es auch schon ewig gibt, gibt es ein Dateisystem, das heißt Archive, ein Dateiattribut natürlich, Entschuldigung, Archive. Das hat im täglichen Leben fast keinen Sinn. Ja. Das wird gesetzt von Windows, sobald sich eine Datei ändert. Ja. Also ist, bei den meisten Dateien ist das gesetzt. Wird von Windows gesetzt, sobald sich eine Datei ändert. Was hat das jetzt für einen Sinn? Es gibt Backup-Software. Ja? Backup-Software, wo man sagt, okay, jetzt sichere ich meinen momentanen Stand an Daten. Ja? Und diese Backup-Software, die schaut sich auf dieses Archive-Flag, ja? Auf diese Archive-Datei-Attribut. Und nur die, die das Archive-Datei-Attribut gesetzt haben, die kopiert es. Man sagt, ah, passt, das hat sich alles geändert, passt. Setzt die ganzen Änderungen zurück, weil das hat es jetzt gesichert. Das ist aber Aufgabe des Sicherungssystems, gell, des Backup-Systems. Setzt die ganzen Attribute, die Archive-Attribute zurück, und Windows macht fleißig nachher die Archivdateien, immer wenn man Dateien ändern, pack, und beim nächsten Archivieren wissen wir genau, was sich geändert hat. Das ist der Hintergrund für die Archivdatei. Bei den meisten privaten Laptops wird kaum eine Backup-Software laufen, ja, und deswegen sind die einfach übergesetzt. Oder sehr oft sieht man dieses A irgendwo. Gut, das waren also die Attribute, die wichtigsten Attribute. Ja. Dann gibt es noch andere Attribute, und die möchte ich jetzt einfach nur auflisten, weil das ist jetzt auch wieder keine taxative Auflistung, sondern nur so Auflistung wie, das gibt's A. Ja. Das gibt zum Beispiel C. Compressed. Da ist der graue Stift. Windows versucht, diese Datei zu komprimieren. Also das versucht den Dateinhalt irgendwie wie zippen, ja, wie geschickter zu verpacken. Ja, und dann dauert das Öffnen zwar länger, weil wir brauchen weniger Platz auf der Festplatte. Das ist das Compressed. Dann gibt es noch das E, das Encrypted, verschlüsselt. Windows versucht, diese Datei zu verschlüsseln. Ja, geht's zu. Ja. Encrypted. Dann gibt's I. Not Content Indexed. Der Windows sucht jetzt indiziert diese Datei nicht. Also in der Windows-Suche werden wir die ganz am Schluss finden, wann überhaupt. Also er sagt, die Suche, nein, die Datei brauchst du gar nicht finden, die ist von der Suche ausgeschlossen. Dann sehen wir auch noch ein D. Das D heißt Directory. Diese, jetzt schreibe ich es unter Anführungszeichen, Datei ist ein Verzeichnis. Im Dateisystem selbst werden nämlich Verzeichnisse und Dateien sehr ähnlich behandelt. Und wenn das D-Flag gesetzt ist, das D
dann ist halt ein Verzeichnis und kann andere Dateien beinhalten. Okay? Dann gab es nur AT, das ist vielleicht nur wichtig. Temporary, die Datei. Datei beinhaltet Zwischendaten, ja, Zwischenergebnisse, temporäre Daten heißt das. Also Daten, die sind nicht wirklich wichtig, die habe ich mal irgendwann mal zur Seite gelegt, die habe ich mal gebraucht, aber eigentlich, wenn es netter sind, mache ich es halt neu. Okay, das sind temporäre Daten, die sind vielleicht gut, wenn irgendwas schnell ablaufen soll, aber wenn sie jetzt fehlen, ist es nicht so dramatisch. Okay? Temporary Data. Und da gibt es noch P. Das schreibe ich auf. Das heißt, und jetzt, das ist das P, Sparse. Sparse heißt Licht, aufgehellt. Das sind Dateien, die haben absichtlich leere Blöcke drinnen. Ja? Datei hat absichtlich leere Bereiche. Drinnen. Warum kann das möglich sein? Naja, wir wissen ja nicht, was in den Dateien gespeichert ist, aber es hat schon durchaus einen Sinn, dass man vielleicht eine Datei hat und da drin gibt es halt einen Bereich, der ist für irgendwas reserviert und der wird halt immer wieder verwendet irgendwie von einer Applikation, von einer Anwendung. Aber normalerweise, wenn ich noch auf Speichern drücke, ist der leer. Ja. Ich brauche ihn aber genau an der Stelle und jetzt kommt der Windows-Komprimierer und bügelt mir das Leere weg natürlich. Ja. Dieses P kennt sich das mit Dateien, wo es gescheiter ist, wenn wir die leeren Blöcke da hier nicht auffüllen, ja, oder nicht wegbekommen. Das sind also die Dateiattribute von Windows. Ja, nicht alle, wie gesagt, da gibt es noch mehrere, da gibt es Offline, da gibt es Reparse. Die wichtigen sind die vorwiegend. Okay? Wie wir das am Explorer uns ansehen, welche Dateiattribute das gibt überhaupt oder welche Dateiattribute verschiedene Dateien haben, wie wir die umstellen, das sehen wir uns im nächsten Video an. Okay? Nächstes Video also, Dateiattribute im Windows Explorer. Für dieses Mal, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.